Hallo Leute, ich bin der Dan von Rollenspielkaufen.de und heute machen wir was ganz anderes. Heute machen wir mal was total Verrücktes. Ich habe jetzt gerade dieses Bier hier entdeckt. Ich werde es mal zuhalten, weil ich möchte ja keine Schleichwerbung machen. Ich drehe mal hier die Cam. So, dieses alkoholfreie Weizen. Man sieht an dem Staub hier, dass es schon ein wenig älter ist. Und wenn wir aufs Datum gucken, ist es am 8.9.2012 abgelaufen. Hoffentlich ist es 2012 und nicht 1912. Ja, und das Teil werde ich jetzt erstmal aufmachen und einschütten. Und mal gucken, ob es noch schmeckt. Bis gleich. So, jetzt werde ich mal hier alles aufbauen. Um das in den Versuch zu machen. Ihr habt jetzt alle eh schon gesehen, was es für ein Bier ist. Von daher mache ich jetzt auch nicht mehr so ein Heckmeck. Hier ist das Glas. Hier ist das abgelaufene Weizen. Alkoholfrei. Mal schauen, ob es... Es läuft über. Alles auf das Fell. Das gute Fell. So... Mal schauen. Ihr seid live dabei. Ja. So, also. Sieht noch okay aus. Sieht auch okay aus. Und ich probiere jetzt mal. Wir haben jetzt September 2016. Dieses Jahr ist Bier ist jetzt über 4 Jahre abgelaufen. Man kann es noch trinken. Schmeckt noch in Ordnung. Und so viel zum Haltbarkeitsdatum. Danke an die deutsche Wirtschaft, dass wir immer alles wegschmeißen, wenn es abgelaufen ist. Ein kleines Statement von mir. Also wie gesagt, 2012 ist das Ding abgelaufen. Wir haben jetzt Ende 2016. Ja, ich sag mal so, Prost, ne?